Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Quizduel Video und heute geht es weiter in der Quizduel Kategorienmeisterschaft mit dem 27. Durchgang, 27. Spieltag. Beliebiger Spieler, Kategorien dürfen noch alle gewählt werden, weil wir noch nichts hatten, diesen Durchgang. Und ich würde sagen, wir starten einfach gleich mal ganz gechillt rein mit Computerspiele. Wie heißt der Sohn von Alex Mason im Spiel Black Ops aus der Call of Duty-Reihe? Alex Mason Jr., das ist falsch. David Mason mächtig gewesen. Wie viele Max Payne-Spiele gibt es? 1, 2, 3 oder 4? Wir nehmen einfach mal die 3. Und das ist auch richtig. Das ist auch richtig. Tatsächlich 3 Teile. Zu welcher Kategorie gehört der Spieleklassiker Farmerama? Konsolenspiel würde ich mal sagen. Ist ein Browser-Game. Nah dran ist trotzdem vorbei. Aber eine Frage richtig bei Computerspiele ist eigentlich ganz in Ordnung. Weiter geht es auch schon mit der zweiten Kategorie in diesem Durchgang. Und ich würde sagen, als nächstes nehmen wir Zeugen der Zeit. Was geschah im Jahr 1848 in Europa? Es war schon länger her. Könnte alles sein. Könnte alles sein, bin ich ganz ehrlich. Ich gehe mal auf die Evolutionsversuche und das ist auch die korrekte Antwort tatsächlich. Was war die größte Stadt der Maya-Zivilisation? Machu Picchu, würde ich sagen. Es war aber tatsächlich Tikal. Sagt mir jetzt nichts, aber es war anscheinend so. In welchem Jahr starb der jugoslawische Staatschef Josip Broz Tito? Das war 85, nein, 5 Jahre früher, nämlich 1980 war es. Und auch hier bei Zeugen der Zeit eine Frage richtig. Nach der ersten Runde steht es hier also 1:1. Computerspiele habe ich, ja, ein Unentschieden rausgeholt. Im Labor ist die nächste Kategorie. Wie wird ein Phänomen genannt, das eine so hohe Konzentration von Masse und Schwerkraft hat, dass nicht einmal Licht die Schwerkraft dieses Phänomens überwinden kann? Es ist ein schwarzes Loch und das ist richtig. Wie heißt kein Isotop des Elements Wasserstoff? Quartium ist ebenfalls korrekt. Und welche Größe gibt Auskunft über den Gehalt an ungesättigten Fettsäureresten in den Glycerien? Vielleicht die Iodzahl und das ist korrekt. Alles richtig bei im Labor tatsächlich. Das hat mich so ein bisschen gerade überrascht. Und somit auch die 3 Punkte in der Vergleichstabelle. Somit auch wieder die Führung. 4:3, knapp vorne. Weiter geht es, ich würde sagen, mit Sport und Freizeit. Sport und Freizeit bin ich auch mal relativ gut, aber eine gewisse Kategorienmeisterschaft läuft irgendwie nicht. So vielleicht dieses Mal. Wer erzielte unglaubliche 5 Tore in ein und demselben Spiel bei der Fußball-WM 1994? Jürgen Klinsmann denke ich jetzt eher mal nicht. Ich gehe auf diesen Oleg Salenko und das ist richtig. Hatte ich irgendwie so ein bisschen im Bauchgefühl. Mit welchem ehemaligen Tennisspieler ist Steffi Graf verheiratet? Gehen auf André Agassi und auch das ist korrekt. Also gerade läuft's. Bevor er 2018 Trainer des FC Bayern München wurde, trainierte Niko Kovac welche Fußballmannschaft? Das ist wieder total einfach. Das war Eintracht Frankfurt. Da hat er nämlich mit den Frankfurtern gegen Bayern tatsächlich noch den DFB-Pokal geholt im Finale. Kann ich mich noch dran erinnern und auch hier damit bei Sport und Freizeit alles richtig. Also bisher läuft die Folge ziemlich gut. Kinofilme ist tatsächlich die nächste Kategorie. Und hier lege ich tatsächlich hin mit 1:2. Zu irgendeiner Zeit habe ich knapp verloren mit 1:2. Dann schauen wir, wie es bei Kinofilmen so läuft. Wer war der Regisseur des Films Die Sieben Samurai? Erschienen 1954. Hirohito einfach mal tippen ist falsch. Okay, welche Nummer hatte der Bus im Film Speed mit Keanu Reeves und Sandra Bullock? 25-25 nehmen wir mal und das ist auch richtig. Welcher Film ist nicht von Roman Polanski? Der Pianist, nein, es war Avatar. Und auch hier gibt es eine 1:2 Niederlage, aber immerhin eine Frage richtig beantwortet. Die nächste Kategorie darf jetzt wieder ich wählen. Und dann wird zur Auswahl Bücher, Mörder, draußen im Kühlen oder Wunder der Technik. Und ich entscheide mich für Wunder der Technik, weil das auch nicht so oft genommen wird. Wie draußen im Kühlen zum Beispiel. Wie kann beim iPhone 5S die Tastensperre aufgehoben werden?
Ja, Fingerabdruck ist eigentlich das Einzige, was Sinn macht und das ist auch richtig. Die weltweit erfolgreichsten IT-Unternehmer Bill Gates und Steve Jobs wurden beide in welchem Jahr geboren? Also die haben tatsächlich im gleichen Jahr ihren Geburtstag, also sind gleich alt, das war 1955, auch das ist richtig. Wie nennt man das Bewegen eines Wasserfahrzeuges über eine kurze Entfernung ohne eigenen Antrieb wie Motor oder Segel? Umholen, oder? Nein, verholen tatsächlich. Aber zwei richtige in Wunder der Technik, das ist wirklich für meine Verhältnisse ganz gut. Im ersten Video des Durchgangs geht es immer relativ schnell, weil dann ich immer so gegen zwei, drei Leute spiele und dann kommen halt immer verschiedene Kategorien. Jetzt zum Beispiel die 2000 hatten wir auch noch nicht, deshalb kommt das jetzt dran. Sport und Freizeit übrigens auch knapper 3 zu 2 Erfolg. Wie heißt Martin Scorseses Dokumentarfilm über die Rolling Stones aus dem Jahr 2008? Painted Black vielleicht, nein, Shine a Light. Welcher weibliche Vorname war im Jahr 2015 der beliebteste für Neugeborene in Deutschland? Es könnten alle vier sein. Aber ich weiß, dass in den letzten Jahren oft Sophie oder Sophia ganz oben war. Deshalb nehmen wir das und das ist auch korrekt. War auch 2015 der Fall. 2005 erschütterte ein Wettskandal den deutschen Fußball. Tatsächlich, da war ich 4 Jahre alt, also da kann ich mich nicht dran erinnern. Wer gilt als Drahtzieher? Johannes B. Kerner denke ich nicht. Die anderen drei sagen mir jetzt alle nichts. Ich tippe einfach mal auf den ersten. Es war Ante Sapina, weil Johannes B. Kerner, das ist doch der Moderator vom Quiz Champion. Der hat damit eigentlich gar nichts zu tun und die anderen drei Namen sagen mir alle nichts. Somit eine Frage richtig und somit bisher in jeder Kategorie eine Frage mindestens richtig. Das gab es tatsächlich bisher in den 26 Durchgängen noch nicht. Also wir hatten lange Serien mal. Aber ich hoffe, wir schaffen es diesmal tatsächlich. Jetzt bin ich also wieder an der Reihe 8 zu 6 vorne. Also das wird vielleicht ein Sieg, aber vielleicht auch nicht. Also ich muss mich schon noch ein bisschen anstrengen. Und ja, alles drei hatten wir noch nicht. Also ich würde sagen, wir nehmen Kunst und Kultur. Wird eh nicht so oft genommen. Auf welchem Kontinent befinden sich die meisten UNESCO-Weltkulturerben? Ich würde einfach mal auf Europa gehen. Das ist auch die richtige Antwort tatsächlich. Wie heißt ein Porträt von Claude Manet? Das ist ein Kunstwerk. Ich könnte mir alles vorstellen. Ehrlich. Ich tippe einfach mal auf Justine im blauen Mantel. Das war Camille im grünen Kleid. Wer schuf die bronzene Skulptur der Schwebende, die sich im Güstrower Dom befindet? Hugo Kürzinger vielleicht, nein, Ernst Barlach, also mir sagen die Namen hier alle gar nichts, aber eine Frage richtig auch bei Kunst und Kultur. Nächste Kategorie ist also Essen und Trinken gegen Engel 42. Essen und Trinken ist die Kategorie tatsächlich, die am öftersten gewählt wird von den Mitspielern. Habe ich mal erfahren, weil ich schaue ja ganz oft Quizduell tatsächlich an im ersten. In welchem Land wurde der Lebensmittelkonzern Pfizer gegründet? Ja, ich gehe jetzt mal einfach nicht auf Deutschland, aber am Ende war es wahrscheinlich Deutschland. Ich gehe auf Dänemark, es war Finnland am Ende. Es war Finnland. Leider hier kein Punkt. Welche der folgenden Alternativen ist kein Erfrischungsgetränk? Gehe ich auf Fuchs und das ist korrekt, weil von den anderen habe ich eigentlich schon was gehört. Woraus wurde das Kultgetränk Grüne Wiese gemixt? Und da habe ich keine Ahnung. Da habe ich keine Ahnung. Was nehmen wir da? Wir nehmen Orangensaft und Blue Curacao. Und das ist korrekt tatsächlich. Und somit auch die 3 Punkte gehen an mich. Zwei richtige Antworten. Die Serie hat weiterhin Bestand. TV-Serien wird tatsächlich die nächste Kategorie, obwohl wir Hund um die Welt und Musik und Hits auch noch nicht hatten. Aber neben TV-Serien, das sind wir nämlich am schlechtesten. Eine der Kategorien, wo ich tatsächlich am wenigsten Ahnung habe. Genau, wie heißt der Schauspieler, der viele Jahre Charlie Harper in der TV-Serie Two and a Half Men spielte? Charlie Sheen, und das ist richtig. Die Serie geht also auch hier weiter. Ja, ich nehme einfach immer zuerst immer die Kategorien, wo ich nicht so gut bin.
wenn die zur Auswahl stehen. Wie heißt die rothaarige Protagonistin in Desperate Housewives, die im Verlauf der Serie ein Kochbuch schreibt? Susan vielleicht? Nein, Bui. Okay. Wer spielte den Hulk in der TV-Serie Der unglaubliche Hulk? Das war Kenneth Johnson vielleicht? Nein, es war Lou Ferrigno. Und auch hier in TV-Serien tatsächlich eine Frage richtig. 7 zu 8, also hinten TV-Serien gab es ein 1 zu 1. Jetzt noch Körper und Geist, die letzte Kategorie für dieses Video tatsächlich. Und mal schauen, wie viel wir hier richtig haben. Welches Organ kann von Gastroenteritis, Gastritis oder einer funktionellen Dyspepsie betroffen sein? Die Bauchspeicheldrüse vielleicht? Nein, es ist der Magen gewesen. Was entwickelte Adolphe Quetelet? Was sind das für Namen? Ich gehe mal auf den Body Mass Index und das ist die richtige Antwort. Der Körper und Geist, also wie schon gesagt, die Serie hält noch. Wie sieht die Gehirnrückmarksflüssigkeit, auch Nervenwasser genannt, im gesunden Zustand aus? Ist die nicht farblos? Das ist auch richtig. Zwei richtige bei Körper und Geist. Nochmal ein guter Abschluss für dieses Video. Nächstes Mal geht es weiter. Da beenden wir dann den 27. Durchgang und spielen genau die Kategorien, die wir in diesem Video nicht hatten. Also dann bis zum nächsten Mal und ciao.